Ist aber gar nicht so gut, Spott zu haben viel. Natürlich. Du bunkerst dich ein wie die Best. Ja klar, aber auch Sportmonster können schnell. Das hast du jetzt wahrscheinlich nicht, aber es gibt ja viel, ziemlich viele Silence-Karten, deswegen ist Spott gar nicht so intelligent. Man sollte lieber. Boah, ist das dunkel mit dem Texture Pack drin. 5, 7, 9, 14, oh, 14 Schaden. Alter Frank, der kann mir jetzt 14 Schaden zufügen, das ist gar nicht schön. Nicht? Verstehe ich gar nicht, wie kann denn 14 Schaden nicht schön sein? Was meinst du, was der eine Typ konnte? Der hatte eine Kreatur beschworen. Das war so ein Magier, so ein OP-Magier war das. Der hatte zweimal Leben verdoppelt, ne? Da hat er sich den Gurubashi geholt. Hat er einmal Leben verdoppelt, hatte der 14. Hat er nochmal Leben verdoppelt, also habe ich ein bisschen Schaden zugefügt. Hatte nochmal Leben verdoppelt, da hatte der 18, nee, 20 hatte der da. Und dann hat er die Karte genutzt, gibt jemanden so viel Angriff wie Leben. Und dann hatte der ein 20-20 Vieh. Ja, was willst du dagegen noch machen? Und dann hat er noch den Special-Effekt gehabt, dass er sich ja bei jedem Schaden noch mehr Attack holt. Aber sowas kam es gar nicht erst. Der hat mich einfach eiskalt kaputt gemacht. Das war eklig. Ich bräuchte jetzt irgendwie mal Lava. Ich weiß aber nicht, wo ich die herkriegen soll. Ich suche gerade schon nach einer Höhle, aber finde keine. Alter, war das dunkel in der Nacht, ey, what the fuck. Man sieht ja echt gar nichts mehr. Cool, habe ich zum Glück mitgenommen. User joined your channel. Guten Tag, Teamspeak User. Leo, du kriegst. Der Leo kriegt echt nicht gebacken, seinen Namen zu ändern. Ja, habe ich schon gemerkt. Sei ihm nicht böse. Nicht jeder ist mit Gehirn gesegnet worden. Ja, das stimmt. Das war voll gemein von mir, aber so bin ich. Ja, das stimmt auch. Cool, haben wir gleich zwei Dinge festgestellt an einem Abend. Hey! Morgen ist es 15 Uhr, okay. Ja, genau sowas. Einmal drinnen. Was, du warst einmal schon drinnen? Was? Wo warst du denn einmal schon drinnen? Behindert oder so? Sehr schön, ich bin hier gerade in... Das ist doch das Schönste was bei Minecraft. Immer nach unten bauen, habe ich gehört. Sich auf einen Block stellen und permanent nach unten bauen, ist das Intelligenteste, was du das machen kannst. Vor allem, wenn du schon das Geräusch von Lava hörst. Soll das sehr OP sein. Ich würde ja sehr gerne das Geräusch von Lava hören, aber ich höre nichts. Ich glaube, ich bin in einer Höhle, wo mir das durchaus gegönnt sein könnte. Lava zu finden. Auf jeden Fall finde ich schon mal eine ganze Menge Eisen, das gefällt mir. So. Auch da habe ich sogar was übersehen, siehst du. Kohle brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das typische Prinzip von Kohle. Die ersten 5-6 Spielstunden freust du dich drüber, dann rennst du einfach nur noch vorbei. Jo. Weil du einfach so viel davon hast. Ich habe, glaube ich, so an... Also du kannst ja Kohle stacken, weißt du das noch? Ja. Du kannst das jetzt zu Blöcken machen und ich habe, glaube ich, in der anderen Welt habe ich 2 Block-Stacks Kohle. Und noch eine ganze Kiste voll Kohle stapeln so. Das ist so krass, was... Die Kohle ist sowas von überbewertet. Ich fände es cool, viel cooler, wenn Kohle richtig selten wäre. Und du dir mit Holz die Kohle machen musst. Lava gefunden.
Dann habe ich auch friedlich. Ich habe auch friedlich. Kein Wunder, dass ich so durchkomme. Aber es reizt mich gerade, hier unten Diamanten zu finden. Reizt auch so einiges, Frank. Das glaube ich dir sofort. Es braucht nicht viel, um dich zu reizen. Creeper. Sehr realistisch, die Fledermaus ist einfach einmal durch die Lava durchgeflogen. Na gut, dass man bei Minecraft nicht spielt, weil man auf realistische Spiele steht. Was, erhält jedes Mal einen Angriff? Wenn ein Diener stirbt, lass mich verarschen. Was? Ich will euch komplett verarschen. Weißt du das Vieh? Ich glaube, das kenne ich. Fleischfressender Cool. Ah ja. Kenne ich nicht. Ah, meinst du den mit den zwei Augen, mit diesen komischen Krallen? Ja, genau den. Nee, kenne ich nicht. Ja, ist... Alter, ich bin hier auf Bedrock. Nee, nicht auf Bedrock, auf Obsidian, aber richtig krasse Massen von Obsidian. Was? Ich hoffe, dass ich jetzt hier irgendwie einen Diamanten finde. Ist das Gold? Gold, 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 Gold! Alter, da braucht man ewig, bis der hier irgendwie deine Karten spielt. Das ist ja... Ja, das sind so... Die Leute versuchen dich dann dazu zu bringen, aufzugeben, weil du keinen Bock mehr hast. Das ist eine richtig hässliche Taktik. Scheint aber zu funktionieren, sonst würden es die Leute nicht machen. Ja. Lol. Hab ich erstmal einen Höhleneingang gefunden. Hab ich auch genug Essen mit? Ja, ich hab genug Essen mit, sehr geil. Hab da glaube ich einen Smaragd gerade gesehen, deswegen muss ich da mal gucken, ob da was ist. Hab ich einen Schiss, dass mir jetzt was von hinten entgegengespringt, ey. Los, Kernhund, ich brauch dich jetzt. Alter, wie lange braucht denn der? Der hat 5 Karten auf der Hand. Da gibt's doch viele Möglichkeiten, Alter. Klatsch. Da hat er jetzt... Ach, ein Diener, und es stirbt. Also alle Diener, das ist krass. Jetzt hab ich nicht genug... Jetzt hab ich keine Eisenspitzhacke dabei, lol. Ich kann gar nichts abbauen. Ich habe nur eine Steinspitzhacke. Dann müssen wir uns mal ganz schnell... Zum Glück haben wir genug Pflasterstein und noch ein bisschen Kohle dabei. Dann müssen wir uns mal ganz schnell das Eis, was wir gefunden haben, rennen. Und ich guck mal... Was ist das denn? Ist das geil! An dem Ofen! Shoppingliste! Woodplank, Log, Chest, Lave Bucket. Das ist ja geil! Gut, dass wir kurz noch ein bisschen Kohle, damit wir den Rest auch noch zu Ende brennen können. Ja, schwarz, wenn wir nur ein was brennen. Die Dinger hier nehme ich auch mit. So, 4 Kohle haben wir noch. Boah, 10 Schaden hat der, das ist doch nicht wahr. Was, von was redest du? Von dem Ghoul. Er hat mit 2 gestartet. Boah, ja, sowas mache ich immer gleich am Anfang, bleibt, wenn ich sowas sehe, dass es hochstecken kann. Teilt er den auch noch? Ey, ich glaub's nicht.
Meine ganze Unnötigkeit hier wegschmeißen. 10 Schaden, jetzt hat er durchgerumst. Ja, jetzt, ich hab schon wieder verloren, Alter. Das ist mega depressiv, deprimierend, ey. Depressiv. Füg 2 zu welche feindlichen Dinge und 3 Schaden zu. Ja, das bringt mir doch alles nichts, ey. So, wir müssen auf jeden Fall mal ein bisschen rote Kohle wieder farmen. Denn wir müssen auch noch Fackeln wieder craften. Ja, jetzt hat er noch einen Spot, natürlich. Die Leute, Die Leute dann alles auf einmal kriegen, wenn du das denkst, hä? Ja, ja. Aber es ging mir, gibt mir so, wie die Leute einfach mal 4 legendäre Karten nacheinander ziehen oder so. Wo du denn so denkst, hä? Alter, übertreib's mal bitte und ja. Noch ein Spott. Das ist doch nicht fair. Muss halt immer gucken, was der Gegner noch auf der Hand hat, ob er dich nochmal countern kann komplett. Ich hatte 4 Eimer dabei, deswegen hat mich das so verwundert. Ich bin auch auf Diamantebene. Interessant wäre, ob sie nochmal runtergeht. Oh ne, ey, Alter, ohne Mist, übernehmt die Kontrolle über einen feindlichen Diener. Wollt ihr mich alle verarschen oder was? Ja, die Karte hasse ich. Ey. Die geht's echt nochmal runter. Alter, ich bin auf Bedrock-Tiefe. What the fuck? Ich würde so feiern, wenn ich die Karte aber mal kriege. Ist doch da? Du musst dir vorstellen, der Gegner hat so ein richtiges OP-Vieh, so 15-15. Und dann ziehst du die Karte, ey. Der muss doch so kotzen, oder? Ja. Sei nicht mad, das gewinnst du wieder. 2 Gold gefunden, das gefällt mir gerade. Gut, wir haben eine ganze Höhle gefunden. Mike, die Mike. Zäune hier noch mit, alle. Irgendwelche Zäune, die... Okay, da ist nichts mehr. Und da ist nichts mehr. Jetzt gucken wir, was hier noch auf uns wartet. Wasser und kein Diamant. Okay. Wo? Ah.
Na, was haben wir denn hier? Das ist eine Lore. Kürbiskerne, Brot und Melonenkerne. Na gut, das ist nicht unbedingt was Tolles. Da gönne ich mir die Lore mal. Das Eis nehme ich noch mit. Welche Höhe bin ich denn? Höhe 12. Jetzt spiele ich mit den Diamanten hier. War da noch einer? Na gut, da war noch einer. Stirbt mich aber nicht. Boah, ist das für ein Labyrinth hier unten, ja. Na gut. Hier war ich schon mal. Boah. Erschreck mich noch mal so. Drecksvieh. So. Oder ich will das da haben. Was ist das mit der... Was? Hast du gesagt? Ich hab gesagt, was mit Leo jetzt ist. Ah, jetzt. Der ist schon den ganzen Tag so gemutet und nicht gemutet und keine Ahnung. Ja, weil er an der Uni ist. Ach so, stimmt, da war was. Ich höre zu selten zu. Nein, das bin ich nicht. Endlich! Den Warten hat sich bezahlt gemacht!